WDR 3 Open. Liebe Hörerinnen und Hörer, weil für das Internet andere Lizenzgesetze gelten, mussten wir die Musiken dieser Sendung teilweise stark kürzen. Wir wünschen dennoch anregendes Hören. Studio Elektronische Musik. Guten Abend, liebe Hörer. Ich bin Flo Meneses, ein Komponist aus Brasilien. Bin auch Italiener als Staatsangehörigkeit, aber ich bin in Brasilien geboren und auch gewachsen. Ich war hier in Deutschland als DAAD-Stipendiat, habe elektronische Komposition studiert hier in Köln, in der Musikhochschule beim Studio für elektronische Musik mit Hans Humpert, nachdem ich mein Studium an Komposition in São Paulo gemacht habe mit Willy Correa de Oliveira an der USP, Universität zu São Paulo. Und nach meiner Rückkehr 1992 nach São Paulo wurde ich Professor für Komposition an der staatlichen Universität von São Paulo, UNESP. Da habe ich 1994 das Studio Panorama, nicht Panorama, Panorama, das ist ein Wortspiel von James Joyce in dem Finnegan's Wake. Das habe ich als Titel des Studios benutzt, habe das Studio dann Panorama gegründet, das eine der wichtigsten Institutionen in Lateinamerika für elektroakustische Komposition ist. Für diese Sendung habe ich von mir Metascriptio ausgewählt, weil das ist ein ganz neues Stück. Alle Klänge, ohne Ausnahme, alle, absolut alle Klänge kommen aus der Violin. Metascriptio schließt einen Zyklus von Werken. Dieser Zyklus beginnt mit Scriptio für Solo-Violin und dann Transcriptio für Violin und Live-Elektronik, dann Postscriptio, das ist ein Konzert für Violin und Kammerorchester, und dann Metascriptio, das ist die akusmatische Komposition. Und das ist ein radikales Stück in dem Sinne, dass die Violin hier total abstrahiert wird. Man bemerkt Spuren von Violin, wenn man weiß, aber wenn man nicht weiß, kann man die Violin überhaupt nicht hören im Stück. Und da sind bestimmte Strategien ganz wichtig, wie Fibonacci-Reihe für die Strukturierung der Zeitereignisse oder bestimmte Techniken der elektroakustischen Verfahren, die ich benutzt habe, und Strategien der Polyphonie, der Klangpolyphonie, die für mich ganz wichtig ist, im Sinne von unterschiedlichen Graden von Tiefe, von Klangtiefe, sowohl in der instrumentalen als auch in der elektroakustischen Musik.
Für diese Sendung habe ich bestimmte Stücke ausgewählt, die zum Teil mich ganz stark beeinflusst haben, zum Teil nicht beeinflusst haben, aber mit denen ich eine große Identifikation fühle. Beispielsweise Stücke wie Berios Visage. Das ist ein elektroakustisches Stück von 1961. Das ist ein Meilenstein der elektroakustischen Musik. Visage wurde ausschließlich mit Sprachklängen gemacht. Berios Laboratoire, sozusagen, das große Studio für ihn, war seine damalige Frau, Kathy Berberian. Der hat praktisch alle Klänge von der Stimme von Kathy Berberian abgeleitet, was die Sprachklänge betrifft. Mein Vater ist ein Dichter, der hat eine sehr große Diskothek und ich habe als Kind das Stück angehört. Und das ist ein Ereignis, das mich wirklich sehr stark beeinflusst hat und sicherlich starke Spuren in meiner Persönlichkeit hinterlassen hat. Mein Vater hat das Stück eigentlich benutzt, um mich zu beruhigen, als ich zu viel Krach gemacht habe. Hat mein Vater das Stück benutzt, um zu sagen, hör mal, das ist Stück von der verrückten Frau. Und das hat mich ganz stark beeindruckt und damals erschrocken und ich war in Ruhe gebracht. Nachher, ich erinnerte mich und habe meinen Vater dann gefragt, was war das Stück, das du benutzt hast, als ich Kind war, um mich zu beruhigen? Und dann hat er gesagt, was könnte das sein? Ich glaube, das war Visage von Berio. Und dann habe ich die Platte ausgesucht. Und das war eine neue Entdeckung. Das war eine Art Autopsychoanalyse für mich. Deshalb ist das so wichtig. Als ich hier kam, hatte ich schon dieses große Interesse für diese Verbindung von Musik und Sprache und sogar für Phonetik und für Phonologie. Ich habe die grundsätzlichen Bücher der Phonologie und der Phonetik damals studiert, ganz systematisch in Köln. Die Grundzüge der Phonologie von Trubetskoy, alle Bücher, die ich lesen konnte von Jakobson und so weiter. Und dann habe ich Rumpert erzählt, dass ich einen Plan hätte, mein erstes Stück hier mit Sprachkomposition zu machen. Ich wusste nicht, das ist sogar ein besonderes Wort für diese Kategorie der elektroakustischen Musik gäbe, die sogenannte Sprachkomposition. Und dann hat Rumpert mir unmittelbar Eimerts Epitaphe für Kichi Kuboyama gezeigt. In den 50er Jahren gab es Versuche mit der Wasserstoffbombe und das erste Opfer war ein Japaner auf der anderen Seite des Meeres. Und sein Name war Aikishi Kuboyama.
Und das Stück ist ein Zeichen gegen die Atomära, mit Sprachklängen gemacht, beginnt mit einer reinen Narration des Textes und der Text wird dann allmählich zerstört durch die elektroakustischen Verfahren. Von Herbert Eimert, Epitaph für Aikichi Kuboyama. Und recht hattest du, Aikichi Kuboyama, du kleiner Fischermann. Wenn auch dein fremdländischer Name kein Verdienst anzeigt, wir wollen ihn auswendig lernen für unsere kurze Frist. Aikichi Kuboyama. Als Wort für unsere Schande. Aikichi Kuboyama. Als unseren Warnungsruf. Aikichi Kuboyama. Du kleiner Fischermann. Aikichi Kuboyama. Nur von uns, deinen Brüdern. Wir hören nun von Karl-Heinz Stockhausen Kontakte. Ich habe eine persönliche Beziehung mit dem Stück, weil ich Kontakte vielmals in Brasilien gemacht habe, in der Klangregie. Und das ist ein Stück, das ich jede Note auswendig kenne. Und trotzdem, jedes Mal, dass ich das Stück höre, entdecke ich neue Sachen. Und das kommt von der Polyphonie dieses Stückes. Das Stück ist so stark polyphonisch, dass diese Schichten nicht auf einmal gehört werden können. Das ist unmöglich, alle diese Schichten und die ganze komplexe Polyphonie auf einmal zu begreifen. Das Stück hat eine sehr, sehr enge Verbindung mit der Theorie von Stockhausen, sein wichtigster Text in dieser Zeit. Das ist die Einheit der musikalischen Zeit. Die Erfahrungen in Kontakte waren sehr wichtig, damit Stockhausen seine Theorie dieser Einheit der musikalischen Zeit formulieren könnte. Der Text ist 60 entstanden, das heißt genau entstanden in dem Moment, wo er Kontakte beendet hat. Als nächstes habe ich ausgesucht das Stück von Jonathan Harvey, Mortuos Plango, Vivos Voco. Das ist eine Tonbandmusik, die in Irkam gemacht wurde, wobei in Irkam praktisch Tonbandmusik nicht angenommen werden. Das ist der Tempel der Live-Elektronik. Und trotzdem wurde das Stück da 1980 produziert. Das ist ein sehr interessantes Stück, was die Harmonik betrifft, weil Jonathan Harvey hat den Klang einer Glocke aufgenommen von dem Dom von Manchester in England und das Spektrum dieser Glocke analysiert. Und das ist ein der ersten Stücke, die diese Mittel von Computer zur Analyse der Klänge benutzt hat. Und von dieser Analyse hat er dann die Abteilungen des Stückes abgeleitet und strukturiert. Jede Sektion ist sozusagen auf einem Ton des Spektrums basiert. Von Jonathan Harvey, Mortuos Plango, Vivos Voco.
mortuos plango, vivos voco. Da gibt es in dem Stück eine ganz klare Referenz zu Gesang der Jünglinge von Stockhausen. Harvey hat auch die Stimme eines Knaben benutzt, in dem Fall seines Sohnes, der Sänger bei der Kathedrale war, aus der er die Glockenklänge aufgenommen hat. Und die Art und Weise, wie er diese Verschmelzung von Knabenklängen und elektronischen Klängen gemacht hat, ist sehr ähnlich mit Gesang der Jünglinge, aber natürlich 30 Jahre nachher. Philippe Manoury, Jupiter von 87. Das ist ein Stück für Flöte und Live-Elektronik. Das genialste Programm, mit dem ich bis jetzt gearbeitet habe im Rahmen der elektroakustischen Musik, ist Max MSP, womit man praktisch alles machen kann. Synthese, Klangverarbeitung, Strukturbehandlungen und Spekulationen und alles Mögliche, sogar didaktische Applikationen. Das ist ein offenes Tool, womit man durch Objekte, die man auswählt und die schon bestimmte Funktionen an sich haben, ganz komplizierte Patches bilden kann. Jupiter ist historisch ganz wichtig, weil das war der Beginn der Kooperation zwischen Philippe Manoury und Miller Puckett. Für dieses Stück hat Miller Puckett sein Max konzipiert. Das war die erste Version und damals mit einem Next-Computer gemacht. In Verbindung mit Catrix, das ist ein riesiger Computer. IRCAM war das einzige Institut, das das hat. Das heißt, das ist ein historisches Stück. Und trotz seiner geschichtlichen Aspekte ist das Stück wirklich wunderschön. Bis heute hört man Jupiter und vergisst die technischen Aspekte des Stückes und hört man als eine schöne, wunderschöne Musik. Henri Pousseur, das Stück, das ich gewählt habe, Apostrophe et Six Reflexions. Das ist ein instrumentales Stück für Klavier. Eigentlich ein Thema und Variation. Aber das Thema ist nicht eigentlich ein Thema und die Variationen sind nicht eigentlich Variationen. Ein sehr interessantes Stück, sehr strukturiertes Stück, seriell. Und was wichtig ist, Pousseur hat schöne Musik geschrieben. Weil normalerweise die serielle Musik ist eine sehr interessante Musik für das Gehör, aber ist nicht eigentlich schön.
Pousseur war für mich auch sehr, sehr wichtig im Sinne der Suche oder der Spekulation um die Intervalle und um die Harmonik, um die neue Harmonik, die sehr wichtig ist und die nicht überall ist. Beispielsweise die Musik, die sehr interessant ist auch, aber ganz anders ist, von Helmut Lachenmann beispielsweise, ne? Wo das Intervall nicht eine große Rolle spielt. In der Musik von Henri Pousseur dagegen ist das Intervall und die Harmonik sehr wichtig. Und er hat sogar seine Techniken gefunden, wie die Réseau-Harmonik, die harmonischen Netze, die sehr, sehr interessant und eine der stärksten Techniken im Rahmen der neuen Harmonik ist. Und in dem Stück hören wir ganz klar den Gebrauch von dieser Technik von Réseau-Harmonik. Das ist eine allmähliche Verwandlung von Figuren, die ihre Konturen halten, aber deren Inhalte von Intervalle allmählich ändern im Laufe der Zeit. Ich meine, das ist eine der besten Sachen in der neuen Harmonik. Wir hören von Henri Pousseur, Apostroph für Klavier von 64. Ich habe das Stück gespielt und aufgenommen im September 2012. Mich hat immer die Geschichte der Musik interessiert. In den letzten Jahren habe ich die Renaissance-Musik studiert. Nach etwa 4 Jahren, dass ich viel gehört habe und viel gelesen habe, habe ich mich entschieden, ein Stück zu machen, Contrafacta. Contrafactum im Singular bedeutete damals in der Renaissance-Musik, wenn man ein Stück Musik mit einem anderen Text benutzt hat, diese Musik gab es schon, mit einem Text hat man die Musik wieder benutzt, mit einem neuen Text. Und das habe ich angesichts der Musik von Josquin des Prez selber gemacht. Ich habe ein Stück von Josquin des Prez, das mir sehr nah war, als ich im Chor gesungen habe, Mille Regrets de vous abandonner, das ist ein sehr berühmtes Stück von Josquin des Prez, als ein Text berücksichtigt, und diesen Text sozusagen anders musiziert durch meine Techniken der Transformationen von den Intervallen. Ich habe 2 Haupttechniken, die zyklische Modulen und das andere sind die proportionale Projektionen. Und die proportionalen Projektionen ist Pressungen oder Ausdehnungen der harmonischen Intervalle. Und ich habe Josquin des Prez transkribiert und dann ein Instrument dazu gemacht und dann wurde das ein Bläser Quintett. Und ich habe es, als ob Stravinsky Josquin des Prez wiedergehört hätte
und eine neue Transkription gemacht hätte, wie er vielmals mit Bach oder Pergolesi gemacht hatte. Von dieser Stravinsky-Transkription habe ich die ganze Reihenfolge des Stückes zerstört und anders montiert und durch die proportionalen Projektionen dann ganz radikal entweder ausgedehnt oder dann zusammengepresst und in Zeit ausgedehnt oder zusammengepresst und so, so dass das Stück zum Teil wie Jazz klingt, dazu die Live-Elektronik getan, so dass die Live-Elektronik eine andere Dimension zum Stück bringt, was die Tiefe der Klänge angeht oder was die Klangtransformation der Spektra auch angeht. Thank you.